Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir, dem gleich. Entschuldigung. So. Ja, es gibt News. Ich meine, okay, das eine wisst ihr mit Sicherheit schon, dass inzwischen das Schwert wieder rausgenommen wurde. Der ein oder andere ist dann da oben gelandet. Und hat sich gewundert, wo ist das Schwert hin? Wurde eventuell gleich von Gegnern abgeschossen, die dann nur darauf gewartet haben, dass man eben dorthin geht. ja, kaum ist das Schwert raus, macht das Spiel auch schon wieder viel, 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 viel mehr Spaß, muss ich sagen. Wir haben auch heute wieder ein paar Wins rausholen können, hat richtig Bock gemacht. Kein scheiß Schwert mehr. Mega geil. Ja. Damit sind wir wieder zurück am Start in Fortnite. So. Ja. Leaks. Es gibt ja diese Seite FNBR Leaks, die wurde ja von Epic Games geschlossen. Aber nicht wegen den Leaks an sich, sondern weil die irgendwelche Tools zur Verfügung gestellt hatten, wo man eben Data Mining mit betreiben kann. Und deshalb wurde die Seite geschlossen. Also nicht wegen den Leaks an sich. So, und da gibt es aber auch schon wieder einen neuen Leak. Und den will ich euch einfach mal zeigen. Das ist nämlich die Wintervariante des Liebesrangers. So, die scheint es wohl jetzt bald zu geben. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant hier. So sieht das Ding dann wohl irgendwie aus. Das ist dieser Skin. Ja. Und da kann man mal draufklicken, dann gucken wir uns das mal an. So in etwa wird dann dieser Liebesranger in der Winterversion aussehen. Mega cool. Echt geil. Ich denke, der sofort wird sich auch riesig drauf freuen. Und ja, schauen wir mal. So, das wäre es erstmal von dieser Seite. Dann gehen wir auf, ja. Gehen wir doch einfach mal in den Shop rein und gucken mal, was heute drin ist. So, nach wie vor der Longshot. Und der Longshot, den hatte ich ja gestern bereits bewertet. Aber wir können heute mal schauen, wie sind denn eure Noten für den Longshot überhaupt ausgefallen? Und die sind, naja, ein klein wenig durchwachsen. Warum ist das Ganze hier so verschoben? Also muss ich mal ein bisschen runterziehen. So, da ist der Longshot. 3,1 von 5 bei 10 Votes. Ist ja gestern das erste Mal draußen gewesen. So, da ist er. Der Longshot. Ja, wir fanden ihn ja jetzt auch nicht so brüllermäßig. Hier die weibliche Version Inside. Gucken wir mal, wie es da aussieht. Da hatten wir ein bisschen mehr gegeben gestern. Und auch hier 3,44 von 5 ist auch ein bisschen besser als der andere, aber naja. So, dann haben wir hier, kommen wir schon zu den Daily Items. Da haben wir den Rapscallion. Und das ist ein, also es erinnert mich so ein bisschen an die Panzerknacker damals von Mickey Mouse. Und dahin ist auch so ein Lageplan drin. Was die goldene Katze da zu suchen hat, das weiß ich jetzt auch nicht, aber irgendwelche Diamanten, Edelsteine und so weiter und so fort. Ein Enterhaken ist eigentlich, also das Backpack ist ganz schön ausgearbeitet. Der Rapscallion, den finde ich persönlich jetzt nicht ganz so toll, aber das Backpack finde ich ganz cool gemacht. Deswegen kriegt der Rapscallion trotzdem von mir 5 von 10. Nur alleine wegen dem Backpack. Und da scheint ihr richtig drauf abzufliegen hier. 4,77 von 5 bei 31 Votes. Ich habe es jetzt noch nicht auf der Map gesehen, aber na gut. So, dann haben wir hier die Arctic Assassine.
Die jetzt allerdings richtig geil ist, jetzt momentan in dieser Winterlandschaft, finde ich diesen Skin mega cool, muss ich sagen. Und jetzt kriegt der Arctic Assassine von mir auch 8 von 10. Das Ding ist dann doch cool. So, und da sind wir jetzt hier momentan bei 4,36 von 5. 93 Reminders. So, dann haben wir hier den ersten Emote, Pure Salt. Machen wir gerade nochmal. Ist ganz cool. Pure Salt kriegt von mir 7 von 10. Aktuelle Noten für den Pure Salt sind die hier. 3,8 von 5 bei 5 Votes. Eigentlich echt nice. So, dann haben wir den Cloud Strike. Ich halte von dem jetzt nicht ganz so viel. Für mich ist das halt ein Standardgleiter mit etwas Effekten drauf. Die Effekte sehen nicht wirklich schlecht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist halt ein Standardgleiter. Deswegen kriegt dieser Gleiter von mir 4 von 10. Ja, und dann schauen wir nochmal, wie schaut es hier aus. 3,69 von 5 bei 16 Votes. So, dann haben wir hier den Glowstick. Das sieht eigentlich, ja, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Schauen wir mal, was wir hin tun. Aber es ist halt wieder eine Farbe, mit der ich persönlich nichts anfangen kann. Trotz allem, eigentlich eine ganz coole Picke. Und das Ding kriegt von mir 7 von 10. Hier haben wir 4,5 von 5 bei 8 Votes aktuell. So. Gehen wir da mal raus. Und jetzt haben wir einen neuen Emote. Den schaue ich mir. Habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Gucken wir mal, was das Ding macht. So, der schaut. Was ich ja mega cool finde, ist ja wirklich hier bei dem Skin, wie schön sie da ist. Ich guck so schön böse. Irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie ist er cool. Also von mir kriegt er 8 von 10. Ich weiß natürlich nicht, ob da jetzt aktuell schon irgendwas für den Showstopper an Noten da ist. Nein, bis jetzt noch keine. So, aber schon 26 Reminders in der kurzen Zeit. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut 6 Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit Miniman gleich. Mir bringen demnächst ein weiteres Video mit der Gruppenkeile. Da hat er sofort seinen bisherigen Rekord nochmal gebrochen und wieder ein paar von unseren gewonnenen Matches. Also wenn es euch gefallen hat, dann ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben von euch freuen. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.